Gebrauchsanweisung für Klein-Erna-Geschichten. Zum Vorlesen greife man sich einen waschechten Hamburger. Falls gerade keiner zur Hand, bemühe man sich selber, diese Dönsches so breit und missingsch wie möglich von sich zu geben. Für sehr zart beseitete Leute empfiehlt es sich, für alle Fälle einen Schnaps bereitzuhalten. Es kann natürlich passieren, dass ein Nicht-Eingeweihter, zum Beispiel nach der aufregenden Geschichte mit dem Schwan, mit offenem Mund dasitzt. Wie bitte? Ja, wer das nicht kapiert, hat selber Schuld. In Schule. Klein Erna, ihre Lehrerin, hat ins Verkehrsheft geschrieben: Werte Frau Puhmeier, Klein Erna riecht immer so strenge und ich bitte Sie, Klein Erna regelmäßig zu waschen. Darauf folgte die Antwort von Klein Ernas Mama: Wertes Fräulein, Klein Erna ist keine Rose. Sie sollen ihr nicht riechen, sie sollen ihr lernen. Dichtkunst. In der Schule sagt mal der Lehrer: Wer kann ein schönes Gedicht aufsagen? Ich weiß ein, sagt Klein Erna. Ein Fischer saß am Meeresstrand und hielt die Angel in der Hand. Er möchte fangen einen Barsch, das Wasser ging ihm bis zum Knie. Das reimt sich aber gar nicht, sagt der Lehrer. Doch, sagt Klein Erna, warten Sie mal, bis Flut ist, dann reimt sich das.